Nachdem wir die Wälder Kolumbiens, voll von üppiger und exotischer Fauna und Flora, Hängebrücken, Bergen und Wasserfällen, sowie einem dichten tropischen Regenwald mit 40 und 50 Meter hohen Bäumen durchquert hatten, erreichten wir den tiefsten Teil von Sierra Nevada in Santa Marta. Dort versteckt sich zwischen der dichten Vegetation die geheimnisvolle verlorene Stadt des großen Tayona-Reiches, die sich durch eine raffinierte und wunderbare Steinarchitektur auszeichnet. Diese Stadt ist unter mehreren Namen bekannt. Der älteste ist Tayona, was Ursprung der Völker der Erde bedeutet. Dieser Name lässt uns erkennen, warum der Stamm der Kogi glaubte, dass die Sierra Nevada von Santa Marta das Herz der Welt sei. Diese Stadt ist auch unter der archäologischen Bezeichnung Buritaca 200 oder Lost City bekannt, wie sie genannt wurde, als man sie wiederentdeckte. Sie liegt auf einer Höhe zwischen 900 und 1300 Metern in der Nähe von Cerro Corea und in der Nähe des Flusses Buritaca. Einige haben sie mit Machu Picchu verglichen, weil Tayona neben Machu Picchu eine der größten wiederentdeckten präkolumbischen Städte Südamerikas ist. Jedoch ist die Ruinenstadt Tayona 600 Jahre älter als die beeindruckende Inka-Stadt von Machu Picchu in Peru. Sie zu besuchen ist sehr anstrengend, da man sie erst nach mehreren Tagen Fußmarsch erreichen kann. Es wird angenommen, dass die verlorene Stadt um das Jahr 700 von indigenen Gemeinschaften der Tairona erbaut wurde und es wird geschätzt, dass sie bis Mitte des 17. Jahrhunderts bewohnt war. Später sorgte die Vegetation des Dschungels jahrhundertelang dafür, dass sie vor den Augen der Welt im Verborgenen blieb. Ihre Existenz wurde erst 1973 bekannt, als sie von Grabräubern entdeckt wurde. Obwohl die Mitglieder der lokalen Stämme wie die Arawakos, die Kogis und die Vivas diesen Ort perfekt kannten und ihn sehr oft besuchten, bevor er bekannter wurde. Die Entdeckung wurde zufällig gemacht, während die Schatzsucher in alten Siedlungen in der Nähe dieses Gebiets nach wertvollen Objekten suchten, stießen sie auf eine Treppe mit 1200 Steinstufen, die versteckt unter Moos, Erde und Wurzeln lag. Diese neu entdeckte Stadt wurde Inferno Verde genannt, was übersetzt grüne Hölle bedeutet. Dort wurden mehrere sehr wertvolle Artefakte gefunden, die meisten davon aus Gold. Diese Objekte wurden mehr als 3 Jahre lang auf dem Schwarzmarkt mehrerer Länder verkauft, bis die kolumbianische Regierung dann 1976 von deren Existenz erfuhr, nachdem sie auf einen massiven Verkauf von Gold- und Quarzobjekten aufmerksam gemacht wurde. Noch im selben Jahr traf eine Expedition unter der Leitung von Gilberto Garavid und Luisa Fernanda Herrera in der verlorenen Stadt ein. Sie bestand aus 3 Archäologen, einem Architekten und 2 Guaqueros, die als Gruppenführer fungierten. Nach fast 12 Tagen Wanderung durch ein ziemlich feindliches Gebiet und trotz aller Widrigkeiten erreichten sie den besagten Ort, an dem sie die Beweise für seine Existenz sammeln wollten. Sie nannten dieses Gebiet Buritaca 200. Das ganze Gebiet wurde zwischen 1976 und 1986 untersucht und dokumentiert, wobei die meisten Strukturen detailliert beschrieben und aufgezeichnet wurden. 1981 wurde es dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Stämme der Region glauben bis heute, dass die verlorene Stadt Tayona, wie sie diese nennen, das Zentrum einer Gruppe von Dörfern war, in denen ihre Vorfahren, die Tayrona, lebten. Innerhalb des Territoriums von Tayrona waren alle Städte und Dörfer durch ein Netz von Steinstraßen miteinander verbunden. Ihre Hütten hatten eine runde Form ohne Fenster und die Dächer waren mit Palmblättern gedeckt. Die Wände bestanden aus Lehm mit kleinen Steinen und waren mit Kalk angestrichen. Sie legten Terrassen an, die sie landwirtschaftlich und für ihre Wohnstätten nutzten. Und es gab Kanäle, um Wasser von den Bergen zu ihren Hütten zu leiten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Tayona in der Vergangenheit das wichtigste politische und produzierende Zentrum der Region des Buritacas-Flusses war. Nach den durchgeführten Studien wird angenommen, dass zwischen 2000 und 8000 Menschen in diesem Gebiet gelebt haben. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass die Stadt durch die Ankunft der Spanier um das Jahr 1650 von den Taironas verlassen wurde und diese anschließend nach Norden zogen.
Bis heute gilt Teyuna als eine der ausgedehntesten präkolumbianischen Städte, die je in Amerika gefunden wurden. Dieser alte Komplex besteht aus ungefähr 169 Steinterrassen, die in den Berghang hineingehauen wurden und auf 8 Stadtvierteln verteilt liegen. Die Räume wurden zum Leben, Arbeiten, Lagern von Lebensmitteln und für religiöse Zeremonien bestimmt. Eine dieser Flächen umfasst 900 Quadratmeter. Die Stadtteile waren über ein Netz von gepflasterten Straßen und Treppen zwischen den Hängen miteinander verbunden, welche den Zugang zu den landwirtschaftlichen Feldern ermöglichten. Es wird geschätzt, dass die bisher entdeckten Strukturen ein Gebiet von etwa 350.000 Quadratmeter einnehmen. Die geniale Architektur von Teyuna konnte so die Erosion vermeiden, die durch die Regenfälle an den Berghängen verursacht wurde. Durch ein Verteilungsnetz wurde eine wirksame Kontrolle des Regenwassers erzielt. Es existierten 12 Meter hohe Mauern, die in der Lage waren, die vielen Straßen zu stützen, die die Stadt kreuzen. Eine Wendeltreppe führt zu einer zeremoniellen Plattform in der Mitte der Ruinen. Der architektonische Stil von Teyuna ist einzigartig. Und dabei spielt nicht nur die besondere Konstruktion und die Form der Terrassen eine Rolle. Es gibt auch andere Funde, die die Aufmerksamkeit stark auf sich ziehen. Wie zum Beispiel einen Felsen, von dem manche sagen, er stelle den Grundriss der Stadt dar. Außerdem existiert in dieser Gegend auch noch der sogenannte Donama-Stein, der die Form eines menschlichen Gehirns beschreibt. Innerhalb der Kultur der Teyuna ist der zwischen 1550 und 1600 datierte Steinstab oder der anthropomorphe Anhänger hervorzuheben, der einen Schaman mit 2 Zeptern darstellt. Obwohl die Teyuna keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterließen, haben wir dank der mehr als 250 Steinsiedlungen, die auf einer Fläche von 5000 Quadratkilometern gefunden wurden, eine deutliche Vorstellung von ihnen und ihrer Lebensweise gewonnen. Die Nachkommen der Teyuna sind das Volk der Kogi, die neuen Wächter der verlorenen Stadt. Viele Wissenschaftler haben die offizielle Datierung von archäologischen Bauwerken in Südamerika in Frage gestellt und behaupteten, sie seien viel älter. Wäre es möglich, dass dasselbe auch für die verlorene Stadt in Kolumbien gilt? Vielleicht liegt die Antwort unter der dichten Vegetation des Dschungels, denn 9000 Quadratmeter müssen noch freigelegt werden. Das könnte das Wissen über die Vergangenheit dieses beeindruckenden und rätselhaften Komplexes möglicherweise erweitern und revolutionieren.